Hi! Und willkommen zu Prison Architect, Folge 101. Ja, wir hatten, bin mir nicht sicher, ob gestern oder heute, Folge 100. Und wir hatten am Ende der Folge einen kleinen, mittleren, ja, sagen wir kleinen Aufstand, das waren knapp über 60 Leute. Also nicht mal 10% unserer Häftlinge, so gesehen. Aber es sieht schon wieder ganz gut aus. Blut ist fast verschwunden, alle Verletzten sind verschwunden. Unsere Sanitäter können sich eigentlich auch ab verpissen. Und genau, das mit dem Wasserproblem hatte ich hier schon gelöst, indem... Also, habe ich höchstwahrscheinlich gelöst, indem ich hier die drei Rohre hingesetzt habe. Um da ein bisschen mehr Druck auf die Leitung zu geben. Unsere Häftlinge sind alle ein bisschen... verwirrt. Guck mal, die wollen Safety. Die wollen stinkende Socken. Und die brauchen Drogen. Und Alkohol. Aber vor allem sind wieder 29 Bandmitglieder wütend, weil ihr Dings bestraft wurde. Oh, geht schon wieder los. Ab wieder ins Arrest, bitte. Danke, es gibt kein Essen für euch heute. Oh Gott, so viele. Ja, damit wäre der Aufstand auch geklärt und wir haben wieder eine Person in höchste Sicherheit geschaffen. Ne, was ich eigentlich machen wollte, ist hier noch ein paar rausziehen. Puh, aber wen? Dich auf jeden Fall. Dich nehmen wir auch gleich mit. Wie viel Platz habe ich da drüben? 5. Warte mal, habe ich eigentlich... Du bist höchste Sicherheit. Du bist hier. Das ist egal. Das sind alles normale. Das sind normale. Bist du? Höchste Sicherheit. Okay, dann... 5 Stück. Nehme ich nur rote oder nehme ich auch ein paar grüne? Wie sieht denn das hier drin aus? Wir haben hier ein paar rote und ein paar grüne. Nur einen blauen. Komm, der blaue, der bekommt da drüben einfach mal Besuch. Höchste Sicherheit. Ich hasse das, dass man das nicht alles in einem Menü machen kann. Dass ich jetzt hier rausgehen muss. Warte mal, wie viel noch? 4? 4, okay. Nehme ich dich. 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 Und du bist auch ein Bandenmitglied, also nehme ich dich auch noch. Und dann ist es da drüben voll. Wir haben hier wieder ein kleines bisschen mehr Platz. Und können weitermachen. Gut. Genau, dann haben wir ja hier oben angefangen mit den Zellen. Okay, Doggy. Alles klar. Das Bett und das Bett müssen noch mal raus. Und dann machen wir... Warte mal. Räume erstmal. Schlafzettel müssen hier weg. Hier kommen nämlich normale Zellen rein. So. Die sind noch nicht so weit gekommen hier, wie ich es gerade sehe. Aber ich brauche halt die Zellen. Ich glaube, es geht noch nicht, wie ich... Also ich glaube, ich kann es noch nicht so machen. Ich glaube...
Aber ich kann es mal ausprobieren. Einfach mal so machen, ob der das dann trennt, wenn er die Mauern baut. Objekte machen wir natürlich, wie gesagt, normale Betten rein. Wir wollen ja hier Einzelzellen haben. Hier muss auch noch das Bett entfernt werden. Bitte auch mal dringend machen, danke. Oh, da will ich hin. Ich entriegel mal kurz die Türen hier. Einfach damit das Bauen hier schneller geht. Und die Häftlinge sind ja hier eh noch nicht drin. So, weiter geht's mit Betten. Hier habe ich, hier habe ich, hier habe ich. Dann geht's hier weiter. Da, 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 da. Und die Reihe. So. Sind die raus? Ja. Und dann fehlte ja noch die... hier haben wir sie. Hier fehlte sie, genau. Warmwasserleitung. Warmwasserleitung. Warmwasser. Und Warmwasser. Strom ist drauf, Strom ist auch hier drauf, Wasser auch, okay. Ich glaube, damit habe ich alles. Teppich könnte sein, dass der nicht richtig ist. Ich mache erstmal so lange noch die Zellen fertig. Hier sind überall Zellen, hier auch. Und so. Sehr gut. Hier ist überall platziert. Es hätte nämlich sein können, dass ich jetzt sich die Betten gelöscht habe. Aber eigentlich nicht. Also, weil normalerweise ist es ja so, wenn man zwei Objekte, wie zum Beispiel eine Lampe und einen Tisch, übereinander setzt, beide noch im Planungsmodus, also in diesem... Ja, in der Planung sind und man dann Rechtsklick drauf wegmacht, dann geht ja beides weg. Also sowohl die Lampe als auch den Tisch. Ich glaube, hier ist es aber nicht so. Weil Teppich ja nicht zu Objekten gehört. Und als ich die Betten quasi weggelöscht habe, nach dem Kopieren, durfte ich ja den Teppich nicht weggelöscht haben, weil es keine Objekte in dem Sinne sind, sondern ja Material ist. Ich glaube, deswegen sollte das so funktionieren. Da müsste überall Teppich sein. So gut, dann wird hier gebaut. Das brauche ich erstmal noch nicht. Was ich bräuchte ist... Oh. 65% Arbeitsmoral nur noch. Interessant. Genau. Was ich noch bauen wollte, ist hier. Fehlt nämlich noch Wasser und Strom. Und die könnten wir eigentlich ja direkt hier oben anschließen. Also hier. Eigentlich direkt so. Nein. Warmwasser braucht man in der Toilette nicht. So. Und dann natürlich nochmal Strom. Den wir einfach hier durchlegen.
Und hiermit connecten. So. Ich glaube, wir gehen mal auf 3. Und löschen den Arrest. Das sind 10, 20, 30, 40. Oh Gott. Da muss ich ja tatsächlich hier auch nochmal einen Block hinsetzen. Warte mal, 12, wa? Ja, 12. Machen wir erstmal so. Ne, weil mit den Zellen, die hier dazukommen, da komme ich ja gerade mal auf die, knapp 170, die ich brauche, von der Kapazität her. Deswegen mache ich halt noch einen Block. Und dann werde ich gleich, tatsächlich, auch wenn das hier noch nicht fertig ist, es wird ein bisschen dauern dann. Aber die ganzen Zellen hier, beziehungsweise, wenn die Fundamente hier unten fertig sind, werde ich, hier Zellen überall hin platzieren. Und dann werde ich, denke ich mal, nochmal die nächste Hinrichtung machen. Damit die, und nebenbei können die halt weiterbauen. Ne, mehr brauche ich noch nicht. Kantine brauche ich auch noch nicht. Also den Raum hier. Ja, schon mal die ganzen Planungen wegmachen. Da, wo eh nicht gebaut wird. Quasi da. Quasi die beiden. Ja gut, es ist jetzt überflüssig, das wegzumachen. Ich weiß gar nicht, die Planungen hatte ich alle schon weg. Manchmal bleiben die ja zwischendurch einfach stehen. Hier noch irgendwas. Ja, hier, keine Ahnung. Bin ich halt immer noch nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Weil ich meine, ich habe Leute darauf gesetzt, dass die hier arbeiten sollen. Was auch immer. Nee, ich wollte eigentlich gerade gucken. Hier. Keine Ausstattung, das stimmt doch gar nicht. Lehrer in Ormine. Smeltery, habe ich. Freiwillige. Habe ich Freiwillige? Ja, ich habe drei. Ich habe ein und. Ja, geht's. Ja, danke. Ich habe 74 Freiwillige. Kann extern angeworben werden. Ja, das ist wichtig, danke. Praktisch, leicht, Mod-Inhalt. Das ist klar. Aber ich habe doch. Ich habe doch eine Mine. Das ist die Ormine. Und in der Ormine sind die. Ah, nein, ich Idiot. Ich habe ja gar keine Ohren. Keine Ohren. Keine Ohren. Also keine Erze. Stimmt, das Problem hatte ich ja schon mal. Ich habe hier, ja, nur Kohle. Und Kohle kann man nicht schmelzen. Warum hier keiner mitmacht, das verstehe ich nicht. Weil das durfte ja eigentlich. Oder sehen wir die einfach nicht? Wird hier gerade gegraben, dass die unterirdisch sind? Das ist halt ein bisschen. Weil hier kommen immer die Symbole. Also vielleicht. Kein Tabinplatz in der Tagesordnung. Ja, bla bla bla.
Ja, keine Ahnung, so richtig funktioniert es nicht. Eigentlich müsste ich die Mine hier drüben tatsächlich mal bauen, weil hier haben wir. Hier haben wir ja Spinde. Nee, hier haben wir ja schon mal geguckt. Und tatsächlich haben wir. Obwohl, hier kommen auch immer diese Symbole zwischendurch. Obwohl hier keiner graben kann. Aber hier haben wir Kupfer. Überall. Also könnte man hier auch noch mal eine Mine hinbauen. Aber ich glaube, das gehört dann eher zu den Themen, die ich dann irgendwann später mache. Weil ich das jetzt nicht für so wichtig halte. So, wie sieht's aus hier unten? Immer noch nicht fertig, weil hier noch nicht gebaut wurde. Aber ich kann schon mal hier und hier Zellen hinmachen. Also klonen wir. Nein. Klonen wir so. Scheiße. Okay, alles weg. Nochmal. Schnell. Klonen. Die drei. Die drei. So. Die drei machen wir dahin und dahin. Dann machen wir hier auch gleich drüben Zellen hin. Und kopieren den oberen Bereich auch nochmal. Oh Gott. Ich glaube, also jetzt gerade habe ich ein Standbild. Prison Architect Excel funktioniert nicht mehr. Okay, der ist zum Glück noch nicht so lange her. Der Autosave. Ja, die Spinde muss ich noch mal kurz abreißen, aber das sollte kein Problem sein. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht viel verloren, weil ich ja gerade mich hiermit beschäftigt habe. Und was anderes ja gerade nicht gebaut hatte, hoffentlich. Ja gut, hier wird es jetzt noch mal, müssen wir noch mal warten kurz. Aber ich kann ja trotzdem schon mal. Tatsächlich, jetzt wirft es uns so gut wie gar nicht zurück. Im Gegenteil, eigentlich erspart es uns jetzt sogar. Nee. Nee, das ist dumm. Die Aussage ist dumm. Ich würde gerade sagen, im Endeffekt erspart es uns Zeit, weil wir jetzt schneller sind. Aber allein durch die Tatsache, dass wir, oder dass gerade das Spiel abgestürzt ist und das jetzt ja nochmal passiert, heißt ja schon, dass es langsamer ist. Aber wie gesagt, wir können da trotzdem schon mal. Die Zellen hier hinsetzen. Und ich warte mal noch, bis. Ich setze mal die auf dringend und das hier auch auf dringend, damit das mal hier ein bisschen schneller geht. Und warte ganz kurz, bis sie hier fertig sind. Sehr gut. Noch mal hier unten die drei. Okay, kann ich auch so mitnehmen. Nee, kann ich nicht, weil da ist ein Stück Wand, welches ich nicht haben will. So. Nicht, dass der, wenn ich das kopiere. Okay, so geht's. Nee, hätte ich jetzt eine Wand mitkopiert, dann würde hier an dieser Stelle jetzt ein Stück Wand sein. Das müsste ich dann wieder entfernen, müsste ich Rechtsklick drauf machen und dann würde er wahrscheinlich alles hier an Wände entfernen. Aber so geht's. Das rote Stück hier ist ein Stück Rasen. Ist aber auch nicht so schlimm. So, die Zellen. Die Zellen. Hier warte ich immer noch aufs Fundament, das kleine. Und ich wollte noch ganz kurz, bevor ich es vergesse.
hier Gehwege hin. Hier eigentlich auch, weil dadurch, dass jetzt die Türen da sind, ist da kein Gehweg mehr. War ja vorher Fundament da und